Alter, oder? Leute, die Leute, die vorhin schon im Chat waren, ihr habt gesehen, wie sehr ich mich gefreut habe, mit Shani auf diese Hochzeit zu gehen. Als Geralt. Das war endlich mal wieder jemanden an meiner Seite zu haben. So, und einfach eine tolle Zeit zu haben, mal den ganzen Scheißdreck hinter mir zu lassen und einfach mal abschalten zu können auf so einem Fest. Und jetzt geht dieser Jetzt geht der Pisser dahin. Alter. Ich bin schockiert. Ich bin richtig schockiert. Ja, nee, nix da. Ah. Oh mein Gott. Alter, ich muss richtig aufpassen jetzt, was für Entscheidungen ich noch treffe. Das kann ja nur nach hinten losgehen. Wie ist dieses Hexerleben denn so? Das willst du nicht wissen. Dann hätte ich nicht gefragt. Nun erzähl schon. Es würde dir nicht zusagen. Also schön gut. Wo müssen wir hin? Nach Brunwig. Oh, vielleicht heiraten die in dieser schönen Scheune. Achso, wo habe ich mir das markiert? Bin ich dumm? Ich habe einen Questmarker. Aha. Oh, vielleicht kann ich dann mit Shani zu der Stelle am Wasserfall. Das wäre doch total schön. Die ist ja direkt in der Nähe. Die würde ich gerne mal ausprobieren. Was für Zeichen? Deine Hexerzeichen. Habe ich nie gewirkt. Könnten interessant sein. Lass uns mach keinen Scheiß. Bis Mitternacht bestimme ich, was wichtig ist. Oh my Jesus. Das kann ja wohl nicht wahr sein, ey. Aber nur bis Mitternacht. Er hat gesagt, nur bis Mitternacht. Ich erinnere mich an diese Mühle. Da sind Olgierd und ich oft untergetaucht. Einmal haben wir Zwergenschnaps gemopst. Der alte Schwanzlutscher Jaromir hat uns erwischt. Ach, ja, okay. Er kann einem schon leid tun. Aber im Normalfall sind Tote ja deren Geister nicht an dieser Welt gekettet. Dann müssen da den Rest ihres Daseins Qualen leiden, weil sie nichts mehr berühren können und nichts mehr machen können und sich zu Tode langweilen in ihrem Tod. Wenn ihr versteht, wie ich meine. Ja, ich werde einen Haufen saufen müssen, dass ich hier bewusstlos werde und das alles nicht mitbekomme. Sie ist noch nicht hier. Wir müssen warten. Der soll mich jetzt nicht voll quatschen, ey. Wirklich romantisch. Leck mich am Arsch. Hat er nicht gesagt. Seh an. Es hat schon Kriege um hässlichere Frauen gegeben. Na, Überfälle jedenfalls. Ja, sie ist hübsch. Gehen wir. Oh. Ada, immer langsam. Du willst so gehen, wie du bist? Wie sonst? Ja. Hast du nicht gesehen, was sie trägt? An die Seite eines solchen Juwels passt doch keine Vogelscheuche. Hä? Eine Hochzeit hast du eine Ahnung, wie lange ich weniger als Abendgarderobe gebraucht habe, um diese Rüstung zu bekommen? Keine da. Ach nein? 180 Stunden, um genau zu sein. Oh, bitte nicht. Oh, bitte nicht. Nein, ich klau nicht. Oh nein, wir klauen nicht. Außerdem sieht es absolut schrecklich aus. Guck dir mal die blauen Bänder an der Hose. Ja, da redet meine meisterliche Rüstung schlecht, ey. Oh, was fällt dem ein? Das ist genau das Richtige. Vor allem, wie er redet als Geralt. Da kriege ich halt echt Kopfschmerzen in diese Synchro. Ach du meine Güte. Passt perfekt. Wie maßgeschneidert. Nun zu den Schuhen. Man braucht Schuhe auf Hochzeiten. Ich bin schockiert, Leute. Nein! Und noch das hier.
Nein, der, nein, nein, nicht der Bart. Nicht der Bart. Nicht der Bart. Nein. Geralt. Strecken und Viehteilen soll man nicht, wenn ich je eine schönere Frau sah. Viel zu tun gibt es da ja nicht mehr. Alten wie ein Reh. Ein schmalen Hals. Eine Taille so schmal, dass man sie umfassen kann. So macht es doch tatsächlich Spaß mit dir. Hilfe! 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 Geralt! Was haben sie mit dir gemacht? Du wirst noch viel mehr Spaß haben, wenn du mich kennenlernst. Siehst du, Geralt kann dir nicht das Wasser reichen. Keine Angst, er wächst nach. Ja, aber wann? In den nächsten 180 Stunden? Oh Mann. Ich glaube... Oh Mann. Power-Button am PC drücken, ja. Rage Quit. Statt Bart ist da nun Cringe in seinem Gesicht. Absolut, Katari. Absolut. Okay, also. Hä, aber wie spiele ich denn jetzt mit dem Charakter? Ich fühle mich irgendwie so unentschlossen. So ist es. Geralt war ein schrecklicher Langweiler. Doch heute ist alles anders. Oh Gott, ich kann da nicht hingucken. Und wie, das sehe ich. Er ist nicht allzu gesprächig. Er ist ein Idiot. Doch ich werde alles wieder gut machen. Willst du meine Frau werden? Ein großer Schritt, aber ich denk drüber nach. Lass uns zur Hochzeit gehen. Kann ich bitte kurz mit Geralt sprechen? Wozu denn? Hier geht es um mein Vergnügen, nicht um seins. Nur ganz kurz. Du bist gleich wieder dran. Beeil dich. Ich will schließlich nicht bis Mitternacht warten. Geralt, ich stelle dich jetzt den frisch Vermählten vor. Sorg dafür, dass dein Freund mir keine Schande macht. Ich kann ihn nicht beeinflussen. Ich hab Stuss geplappert wie ein Volltrottel. Zum Teil hat mir der Stuss gefallen. Zum Beispiel? Was denn zum Beispiel? Du könntest bisweilen etwas entspannter sein. Oh. Hey, ich bin entspannt. Hältst du mich für verklemmt? Ich bin die Entspanntheit in Person. Ich meine, es wäre schön, wenn du dich hin und wieder zurücklehnen und das Leben genießen könntest. Da hat sie aber recht. Statt ständig aller Leute Probleme lösen zu wollen. Aber was hat das mit... Ach, ich verstehe es nicht. Natürlich nicht. Du bist so klug wie ein alter Schiffszwieback. Sei froh, dass du mich hast. Ein Zwieback? Ich esse sehr gerne Zwieback. So. Da habt ihr es. Später. Gehen wir jetzt zur Hochzeit. Soll der Geist seinen Spaß haben, dann haben wir es hinter uns. Endlich kommt von dir mal was mit Substanz. Wir schwingen das Tanzbein, bis die Sonne aufgeht. Ja, aber ich mach mich doch total zum Affen. Die denken doch alle, das reicht, dass ich nicht. Das bin. Um Mitternacht bin ich nicht mal anständig blau, geschweige denn... Streng dich an. Ich glaube an dich. Die Abmachung war, dass du dich bis Mitternacht amüsierst. Dann kommt die Haubenzeremonie und du gehst wieder ins Grab. Na gut. Hier entlang, meine Erdbeere. Cringe. Hallo Welt, da bin ich wieder. Oh nein, bitte nicht. Ich will verdammt sein. Eine richtige Hochzeit. Volle Tafeln, Speis, Trank und Geselligkeit. Und schöne Frauen zuhauf. Warum hat er sich darauf eingelassen? Der komplette Ruf wird jetzt zerstört. Aber keine so schön wie du, Rhabarbertörtchen. Ja, ihr Blick. Vorsicht vor dem Hund. Schatten. Die Frau versteht mich. Was immer im Zwinger ist, es ist so groß wie ein Pferd. Genau, der Schlechter von Blaviken übrigens. Aber der genau. Zwinger ist leer. Einen solchen Menschenfresser lassen sie frei laufen? Sind die Hochzeitsgäste gewarnt? Das sieht wahrhaftig nach einer Sause aus.
so eine schöne Vogelbeere. Als ich jung war, habe ich Halsketten aus ihren Früchten gemacht. Er hört gar nicht zu. Als ich jung war, haben Olgierd und ich fantastischen Fusel aus den Beeren gebrannt. Ich stelle dich jetzt dem jungen Paar vor. Bitte benimm dich. Für dich, mein Vogelbärchen, tue ich alles. Ich Komm, bin nicht dein Vogelbärchen, Digga. Ich werde keinen Schritt von deiner Seite weichen. Ich will das nicht. Guck mal, wie er läuft. Guck mal, wie er läuft. Können wir das vielleicht schnell beenden hier? Können wir das vielleicht schnell beenden? Dies ist ein großer Tag, Liebes. Noch einmal, alles Gute für dein neues Leben. Vielen Dank. Bestimmt will er jetzt die Braut ausspannen. Möge jeder Segen euch zuteil werden. In Gesundheit und Freude soll der Bagger safe die Braut an. Und Liebe sollen euch auf immer verbinden. Ja, Bruder muss los nach Würfel. Aus ganzem Herzen. Und nun, the cringe is strong in this one. Richtig gut, Schimmel. Wir sind dran. Dies sind meine liebe Freundin Aldona und ihr Ehemann Jonas. Es ist mir eine Ehre. Möge die Sonne euren neuen Lebensweg hell erleuchten. Ich bin Flott. Und dies ist ein alter Freund von mir. Geralt von Riva. Genau, das bin ich. Geralt, ein Hexer. Herzlichen Dank für die erweiterte Gastfreundschaft. Ich liebe Hochzeiten. Die hätten ihn bei Flott lassen sollen. Die duften vielleicht. Ich könnte glatt. Aber ja, wir werden uns sicher alle köstlich amüsieren. Was findest du an dem Typen? Ist die Mitgift denn anständig? Woher kennst du Shani? Komm, wir gönnen uns einen kleinen Spaß hier. Was findest du an dem Typen? Ich glaube, das wird er fragen. Ist die Mitgift denn anständig? Aldona ist eine merkwürdige Wahl als Braut. Die Mitgift war wohl überzeugend. Ich versichere dir, Hexer, Geld hatte mit meiner Wahl nichts zu tun. Die Familie von Jonas ist viel wohlhabender als meine. Sie haben eine Textilwerkstatt. Es war ganz schön schwierig, meine Mutter von unserer, wie manche sagen würden, Mésalliance zu überzeugen. Ach, eine Mésalliance? Das hast du mir gar nicht gesagt. Was ist mit Vermögen spielt für uns keine Rolle? Tut es auch nicht. Er hat mir auch gesagt, dass deine Herkunft keine Rolle spielt. Das tut sie in der ersten Verliebtheit nie. Aber wartet nur 5 Jahre zu. Dann spielt sie die allergrößte Rolle. Im Moment Na, kennt sich eine aus. Rolle, wie du mit uns redest. Ich weiß nicht, woher du kommst, aber hier ist es höchst unziemlich, Frischvermählte bei der Hochzeit zu beleidigen. Wieso beleidigen? Ich warne euch doch nur. Ich weiß eben ein bisschen was über das Leben. Geralt und seine Witze. Er hat einen seltsamen Humor. Sogar sehr seltsam, finde ich. Okay, wir gehen wieder. Genug geschnattert. Die Zeit, sie flieht. Hast du noch einen Termin? Ich? Ich kann's nur nicht erwarten, euren Schnaps zu testen, mit den Frauen zu tanzen, ihre herrlichen... Jonas und ich haben ein paar hübsche Mädchen eingeladen. Vielleicht gefällt dir ja eine davon. Aber todsicher. Und vielleicht gefällst du einer von ihr. Das wäre fein, aber eigentlich ist es mir egal. Kommt, trinken wir. Schlangenaugen. Nimm bis Mitternacht an den Hochzeitsfestivitäten teil. Seht ihr oben die Minimap? Seht ihr, wie viele Questmarker da sind? Ich glaube, das sind alles Frauen. Er ist hier. Das ist sicher. Ich habe ihn gesehen. Hallo? Eingetroffen ist, ich gucke mich mal ein bisschen um. Der Scheißköter hat ihn verjagt. Hallo? Oh. Trink doch mit uns. Ja, mach ich. Wir trinken auf das Brautpaar. Was soll das Gesicht? Es ist nur in ihn gefahren. Die Zeremonie beginnt um Mitternacht. Bis dahin, amüsier dich, lass dich gehen. Mama, trink mit uns. Schönen Damen schlage ich nie etwas ab. Auf dein holdes Antlitz. Und auf deins natürlich, Shani. Auf deine Gesundheit und dein Wohl. Möge das Glück dir hold sein, weißer Wolf.
Was? Muss ich jetzt überall einsaufen? Das ist ja fast wie eine Kneipentour hier. Also gut, wir ziehen das durch, Leute. Die Winzlinge spielen Karten. Willst du vielleicht eine Partie Gwind mit uns spielen? Da musst du mich nicht zweimal fragen, Wicht. Kein Grund, beleidigend zu werden. Tut mir leid, ich wollte niemanden kränken. Dann hättest du ihn nicht Wicht genannt. Ich hab mich entschuldigt. Was soll ich tun? Ey, da verkackt's halt auf ganzer Linie, Kollege. Ey, auf ganzer Linie. Ich werd nicht mehr. Meine Herren. Was ist dein Einsatz? Alles. Ich gehe aufs Ganze. Ich wusste nicht, dass du so ein Zocker bist. Du wirst heute noch viele Seiten an mir kennenlernen, Liebes. Viele große Seiten. Das ist noch nicht mal dein Körper, du Esel! Das schert mich nicht. Ich werde siegen. Ich komme gerade echt nicht drauf klar, gell? Alter, ist der jetzt echt all in gegangen? Der hat nicht mein ganzes... Nein, bitte nicht. Oh, please don't tell me, der hat mein ganzes... Nein. Nein, der hat jetzt nicht... Nein. Der hat jetzt nicht mein ganzes Geld dahin gepackt. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Unfassbar. Hä, warum hab ich noch hier Eis drin? Ah, vermutlich, weil ich gegen Monsterdeck gespielt hatte, ne? Du bist schlau, Kollege. Oder auch nicht. Ich bin mir noch nicht sicher. Tja, nun. Ich wollte es eigentlich schnell beenden mit dieser Hochzeit hier. Ich fühle mich nämlich extremst unwohl. Noskralk, danke schön für deinen 5. Monat. Vielen Dank und einen wunderschönen guten Abend wünsche ich dir. Du bist damit 60.000 angekommen. Mir war schlagartig heiß und kalt. Ja, fühle ich. True. Also. Nun. Was machen wir denn jetzt da? Er wird sicherlich noch ein paar Spione haben, deswegen halte ich mir mal noch meine Finte warm hier. Aber ich könnte jetzt auch... Das Ding ist, wenn ich jetzt passe, dann wird er noch ein paar Karten legen müssen, aber gewinnt dann die Runde wahrscheinlich und bekommt eine Karte dazu. Aber so oder so hätte ich mehr Karten als er. Wäre vielleicht gar nicht mal so dumm. Ja. Wir probieren's. Ach, oder? Es läuft natürlich so. Ja, das ist ja dann easy. Oh, Yennefer hat sich noch aufgehoben.
Oh. Aha. Spannender Zug. Rittersporn. Jetzt bin ich fast froh, dass ich die Kälte noch habe. Ja, das gewinnen wir easy. Er hat nur noch 2 Karten. Aber wobei... Er hat ja bestimmt noch seinen Anführer, der Sonnenschein machen kann. Da wäre so natürlich viel schlauer. Jetzt hat er nur noch eine Karte, darf noch eine ziehen, dann hat er noch 2. Ja, moin. So, letzte Karte. Nebel. Du bist geliefert, Kumpel. Hopp, Eselsohren auf die Eselsbirne. Oh, schade. Ich hatte dich schon mit den Ohren gesehen. Das wäre ein interessanter Anblick gewesen. Ich sehe auch anderweitig interessant aus. Du würdest schon sehen. Ich denke drüber nach. Trinkt! Das ist schließlich eine Hochzeit! Trinken wir. Meine Zeit ist so kurz wie ihr, Freunde. Auf den Hexer und seine Angetraute. Hörst du, Charlie? Meine Verlobte? Weißt du, was das heißt? Nein. Wir sollten uns wie Verlobte betragen. Und zwar? Ich mach dir den Hof, du ziehst dich und jeder weiß, wie es enden wird. Ah, was für eine Vorstellung. Möge der Spaß weitergehen. Was dann hätte die Ohren bekommen, fast den Kunden zu verlieren. Quint. Weiter zum nächsten Vergnügen. Das gibt's doch nicht. Oh mein... Okay. Schaut euch die Trottel an. Stolpern übereinander, nur um ein Schwein zu fangen. Kann es noch schlimmer kommen? Muss ich jetzt ein Schwein fangen? Aha, endlich ein Sport für echte Männer. Oh, bitte nicht. Was für ein Sport ist das? Ihr stolpert hinter Schweinen. Oh, bitte nicht. Oder? Die Jungs kämpfen darum, zum König der Schweinehirten gekrönt zu werden und um den dazugehörigen Preis für ihre Weib, ich meine, ihre Frauen zu ergattern. Und die Regeln? Man muss der Sohn eines Schweinehirten sein, richtig? Nein, jeder Mann kann sein Glück versuchen. Man muss nur die gelb markierten Schweine in den Pferch treiben. Also gut. Klingt nach absolutem Schwachsinn. Aber warum nicht? Es wäre uns eine Ehre. Schaff diesen Krüppel weg. Der bekommt ja nicht mal sein eigenes Weib ins Bett. Wie soll er da ein Schwein einpferchen? Lass mal den Hexer ran. Ich weiß nicht, ob ich das so toll finde. Bin ich ehrlich mit euch. Schade, dass kein Maler anwesend ist. Diesen Moment sollte man für die Nachwelt festhalten. Siehst du meine Bewegungen, Shani? Agil wie eine Katze und schlau wie ein Fuchs. Ich werde diesen Trotteln zeigen, wie man ein Schwein zu treiben hat. Also hier gelb markiertes Schwein. Komm, Schwein, geh da. Komm, kleines Schweinchen. Der Pferd wartet schon auf dich. Was? Geh weg, Schwein, Hilfe. Was mache ich falsch? Husch! Blöde Schweine! Seid brav, sonst brenne ich euch mit einem Zeichen ein Loch in den Pelz! Okay, okay, ich glaube, das erste ist drin. Hast du gesehen, Shani? Ein Schwein eingepfercht. Wie er sich damit brüstet.
Nein, Schwein! Hä, wie dumm ist diese Quest, Mann! Ich will Monster abschlachten, nur nicht irgendwelche komischen Schweine einfärchen, Mann! Diese Tierquälerei hier! So, hat's geklappt? Yes. Seht her, ihr Bauerntrottel! Lernt Hallo, Lugilan! Ja. Sind die Schweine eingepfercht? Wahrlich, das sind. Die Quest ist echt belastend, Oxwürfel. Ich fühle dich. Wir haben lange nicht mehr so einen guten Schweinetreiber gesehen. Deine Familie hat einen famoser Schweinetreiber. Warum gibst du? Definitiv. Meine Familie besaß viele Pferche. Was nicht bedeutet, dass ich Erfahrung als Schweinetreiber hätte. Wie auch immer, die Krone geht an einen guten Mann. Auweia. Und die Auserwählte des Königs erhält ein passendes Geschenk. Hier. Oh, ich krieg ein Schweinchen. Versteck es aber nicht in irgendeiner Tasche. Binde es an einem Pferd fest, damit alle es sehen können. Was sagst du nun, Charlie? Hast du jemals jemand Geschickteren gesehen? Auf jeden Fall kannst du gut Schweine durch den Schlamm treiben. War lustig, dir zuzusehen. Wie gefällt der Blume meines Herzens der, Preis, den ich ihr gewonnen habe? Hey, ich dachte, er wollte sich von ihr fernhalten, Mann. Das gefällt mir, wirklich. Ich wollte schon immer eins haben. Das ist aber auch echt süß gemacht. Sag mir, Shani, mit was bekommt man dich rum? Wie meinst du das? Das wäre eine bescheuerte Frage, Alter. In Geralds Namen und Gestalt natürlich, aber dennoch, je mehr ich meinen Charme spielen lasse, desto weniger scheinst du ihm jedoch zu erliegen. Also sage mir, woran hapert es? Vielleicht stehe ich einfach nicht auf dich. Schon mal daran gedacht? Unsinn. Alle Mädchen stehen auf mich. Ist das so? Dann beweise es. Mit Vergnügen. Zeig mir ein Mädchen. Sie wird mir innerhalb weniger Augenblicke aus der Hand fressen. Da, die mit der Girlande. Ausgezeichnete Wahl. Werde nun Zeuge der Magie von Wladimir von Everek. Ich will das nicht spielen, Mann. Wen haben wir denn Was da? Ist das? Was soll das? Geh weg. Jetzt bin ich gerade froh, dass er so eine andere Frisur hat. Immerhin assoziiere ich jetzt nicht Geralt damit. Gewartet. Die andere Hälfte schaffst du auch noch. Warte doch, Schönheit. Sabotiere mich nicht, Charlie. Das gehört sich nicht. In Ordnung. Ich halte mich ab jetzt raus. Weil wie er da steht. Was ist es für ein Move mit seinen Schultern so? Schau mich an, ich bin ein Mann. Hä? Was soll das? Hat es dir wehgetan, als du vom Himmel gefallen bist? Das ist ja schon fast zu Klischee. Mein Augenstern. Du bist mehr als ein Mädchen. Du bist ein Wunder der Natur. Endlich hat uns das Schicksal zusammengeführt. Aber ich... Nun... Ich weiß nicht, ob... Du brauchst nichts zu wissen. Ich weiß genug für uns beide. Ich werde eine echte Dame aus dir machen. Wir werden Hand in Hand die feinsten Gesellschaften beehren. Was soll das heißen? Ich bin ohne dich eine ganz famose Dame. In Novigrad? Aber wie? In Novigrad, Ochsenfurt, ja selbst in Kovir. Wo auch immer du willst. Lass uns schnell zur Scheune schreiten. Da werde ich dir alles erklären. Neski, halt dich von diesem Mann fern. Wer zum Teufel seid ihr? Ihre Brüder. Und wir haben Papa am Sterbebett versprochen, sie vor deinesgleichen zu beschützen. Das wird ja immer wilder hier. Ihr werdet gar nichts tun, ihr Bauerntömpel. Verzeiht, ich wusste es nicht besser. Nee, das würde er vermutlich nicht sagen. Aber dann gibt's bestimmt gleich eine Schlägerei. Ihr werdet gar nichts tun, dreckige Hinterwäldler. Jungs, der Mutant beleidigt uns. Zurück, Schweinehirten.
Sonst verpasst euch der Herr Hexer eine ordentliche Abreibung. Wo ist eine beschissene Zaunlatte, wenn man sie braucht? Zeig uns, was du drauf hast. Ah, es war so klar. Das musst du mir nicht zweimal sagen. Pflege. Es war so klar. Ja, moin. Zaunlatten. Die perfekte Wahl für dreckige Schweinehirten. Perfekt genug, um dir das Maul zu stopfen, verdammter Lustmaul. Kann ich was essen? Ey, ich kann was essen, wie gut. Ich habe in meinem Leben noch nie so wild gefeiert. Wer will die nächste abhalten? Habt ihr genug Bauernbrot? Dachtet ihr, ihr könntet mit einem von Everrang, ich meine, mit einem Hexer mithalten? Hinfort mit euch! Ich kann eure schiefen Fratzen nicht mehr sehen. Oh, jetzt ist sie bestimmt beeindruckt. Juhu. Oder komplett unbeeindruckt. Wohin so eilig, meine Liebe? Ich wollte doch eine Dame aus dir machen. Geralt, sag ihr, dass es nicht mein Fehler war. Sie haben angefangen. Nun los, hinterher. Oh, er traut sich nicht. Kommt nicht in Frage. Das war's. Du hast es vermasselt. Sie ist weg. Ist das etwa deine Masche? Hä? Wärst du da auch hinterhergegangen? So hä? Charmant? Du hast das ihre Brüder verkloppt, du denkst. Vollhonk. Hör zu, du musst dich zügeln. Spaß haben ist in Ordnung. Gäste vermöbeln nicht. Erst recht nicht mit meinen Händen. Gut. Da hat er recht. Ich versuche es. Oh oh, Shani ist im Anmarsch. Vermutlich wenig glücklich, oder? Deine Verantwortung. Erklär du's ihr. Oh, na gut. Deine Methoden sind ungewöhnlich. Einer Frau den Hof zu machen, indem man ihre endlich Brüder sagt's mal jemand. Ist kreativ. Ich frage hallo, mich, Metalli, was du sonst hi. So in petto hast. Ich bin aus der Übung. Alles ist nach Plan gelaufen. Ich kann es dir zeigen. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Alter, soll ich jetzt als Vlott mit ihr flirten, damit sie dann Gefühle für Geralt entwickelt? Oder soll ich nicht mit ihr flirten? Ach komm, lass ein bisschen Spaß haben, oder? Bisschen Spaß. Bisschen Spaß. Was ich in petto habe, meine Liebe, das kann ich dir gerne zeigen. Vielleicht hinter der Scheune? Ich glaube, du hast genug gezeigt. Lass uns einfach den Abend genießen, in Ordnung? Ich glaube es ja nicht. Du hast nicht mehr viel Zeit. Dein Wunsch ist mir Befehl. Ich kann einer liebreizenden Maid wie dir nichts abschlagen. Aha. Lass uns gehen. So. Der Typ, ey, der macht mich fertig. Der macht mich echt fertig, das du. Das ist genau meine Musik. Tanzen wir. Oh, aber die Lichter sind meine schön. Meiner Erfahrung nach passen Hexer und Tanzen nicht zusammen. Heute passen sie zusammen, wie Braten und Schnaps. Aber das finde ich schön. Tanzen dir die Scheune nieder. Also das finde ich aber schön. Also ich finde, Geralt hätte auch so mit ihr tanzen sollen. Aber hätte er bestimmt nicht gemacht. Und somit hat sie wenigstens auch ein bisschen Spaß. Ich glaube, mit Geralt hätte sie weniger Spaß gehabt. Muss man, glaube ich, ehrlicherweise sagen. Geralt wär nicht so lustig gewesen. Muss man ehrlich sagen. Oh, ist doch süß, oder? Besonderes für unsere besonderen Gäste. Hexer Geralt und seine entzückende Partnerin Shani. Musikanten, spielt auf für das schöne Paar. Endlich geht's ans Tanzen. Komm, Shani, ich zeige dir jetzt meine romantische Ader. Ich
Für den Song gibt's einen Tanz? Du bist wirklich nicht übel. Für den Song gibt's einen Tanz? Die Lady im Hintergrund war aber auch nicht schlecht, du. Meinte, oh Gott, im Himmel, ich bin da gar nicht drauf vorbereitet, du. Okay, okay, okay. Ich bin der König der Tänzer, wirkt so überheblich. Du bist selbst eine erstklassige Tänzerin? Ja, schmeicheln? Oh, wo ist ihre Hand? Oh Gott. Mit einer Partnerin wie dir könnte sogar ein Stuhl tanzen. Wie bescheiden du bist. Ich tue mein Bestes, aber bei Bedarf kann ich einherschreiten wie ein Pfau. Welch eine Kombination. Wie ein Pfau? Sind sicher verrückt danach. Nun, ohne prahlen zu wollen. Nur aus Neugier. Wie viele hattest du? Ziemlich viele. Und keine davon hässlich, darf ich hinzufügen. Nur Frauen mit echter Klasse. Wobei sich natürlich keine mit deinen Reizen messen konnte. Okay, die Quest hat sich gerade ein bisschen das Positive geändert. Ich bin sehr entzückt. Das Lied ist wohl vorbei. Weißt du, wie ein echter Tänzer seiner Partnerin dankt? Oh oh, oh oh. Ich glaube nicht. Oh oh, oh oh. Oh oh. Ah gut. Oh gut. Den Verstand verloren? Das habe ich. Meinen Verstand, mein Herz an dich. Was fällt dir mal eins klar ist, du kannst sagen, was immer du willst. Aber deine Hände behältst du bei dir. Verstanden? Oh Gott im Himmel! Ich konnte nicht widerstehen. Zürne mir nicht. Ich konnte nicht widerstehen. Ich zürne dir nicht. Aber schnapp mich nicht einfach so. Ich habe lange gefastet, sozusagen. Aber gut, das nächste Mal frage ich. Charmy, darf ich dich küssen? Du bist unverbesserlich. Ey, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Er hat erst so getan, als würde ich irgendwie... Als würde er die Hand küssen. Na schön. Siehst du, wie ich sie rumkriege? Versau es bloß nicht. Wie ist das, wenn der Geist dich übernimmt? Fühlst du was? Kannst du was tun? Ich kriege alles mit, aber ich kontrolliere nicht, was ich tue oder sage. Warum fragst du? Ich wüsste gerne, wie es ist, mit dir zu tanzen. Nur dir. Ja. Das würde nichts. Ich tanze nicht gern. Ich würde mich dir nicht aufdrängen. Oder. Hallo Motzi übrigens. Ah, keine Ahnung, ist gerade so ein emotionaler Moment. Also, ich täte gern, was er gerade getan hat. Maybe. Und hallo Kali. Ja, fühle ich. Ich täte gern, was er gerade getan hat. Warum okay, ich hab's gesagt. Warum tust du das nicht? Na, raus damit. Ich hab's gesagt. Aber normale Menschen benehmen sich nicht wie Vladimir von Everreck. Da hat er recht. Weil sie Jammerlappen sind. Da hat er recht. Nein, nicht Jammerlappen. Insgesamt ist er ziemlich amüsant. Ah, hörst du? Ich bin amüsant. Ja, er ist schon amüsant. So weil man ihn halt auslachen kann. Hüte deswegen. Hast du den Mann gesehen, der euer Lied angesagt hat. Ja, er hat getan, als würde er mich kennen. Dabei haben wir uns nie getroffen. Wer war das? Ich wusste doch, dass das der Spiegelmann ist. Gaunter Odin, der Spiegelmeister. Was macht er hier? Frag ihn doch. Ja, er hat sich gezeigt. Da müssen wir mit ihm reden. Schon mal überlegt, dass er in der Gegend war und spontan vorbeigekommen sein könnte? Der tut garantiert nichts zufällig und erst recht nicht aus einer Laune heraus. Ah, ich soll hier Spaß haben und stehe seit 5 Minuten da wie die Ölgötzen, während ihr plaudert. Ich komm wieder rein. Ah, schon besser. Los, Charmy,
verschwätzen wir nicht die ganze Nacht. Also, weiter die geht's. Ist jung. Komm, lass uns wild sein. Oh Gott, es war noch nicht wild genug. Sie an der Krempe packte. Charlie, lass mich dir meine Tanzkunst zeigen. Geschmeidig wie ein Leopard. Lass dich nicht aufhalten. Ich krieg das Bild nie wieder aus meinem Kopf. Geralt. Hilfe! Aber das Lied ist geil. Ich liebe diesen Song. Denselben Song nochmal. Ah, geil. Ey, was für eine Party, Mann. Ich wäre gerade so gerne selber dort. Oh, Mann. Aber Honigkuchen besteht doch nur aus Mehl, Honig, Eiern und Gewürzen. Das sehe ich anders, meine Liebe. Du vergisst die wichtigste Zutat überhaupt. Zeit. Was für einen Mumpitz tischt er denen denn auf? Sei still. Hör zu und lerne. Zeit? Was meinst du mit Zeit? Eine Zutat? Zeit verleiht ihm die richtige Konsistenz. Sie sorgt für genau den richtigen Biss und macht das Innere saftig. Und wie viel braucht man von dieser Zeit? Das steht in keinem Rezept. Gute Nacht, Peace. Dankeschön fürs Dabeisein. Verlass dich auf deine Sinne. Und hallo, Hoffi. Durch sie kannst du die Zeit berühren, sie riechen, liebkosen sogar. Zeit ist der Schlüssel zu allem. Sei gegrüßt, Chan. Darf ich mich vorstellen? Gaunter Odin. Was für ein bezauberndes Kleid. Die Farben stehen dir ausgezeichnet. Danke. Ich habe viel über dich gehört, aber niemand hat Kochkünste erwähnt. Du scheinst einiges über Honigkuchen zu wissen. Jo, Hallöchen. Danke für die Bits. Und, ich weiß über alles Bescheid. Ganz einfach. Ist dem so? Was weißt du über mich? Dass du immer der missratene Bruder warst. Dass du Olgierd von Anfang an beneidet hast und so sein wolltest wie er. Das höre ich mir nicht länger an. Ich will feiern und Spaß haben und nicht über meinen Bruder reden. Ja, sonst ist die Aufgabe nicht gut erledigt. So. Olgierd würde ohnehin nicht wollen, dass ich mit dir über ihn rede. Olgierd war mein Bruder und mein Freund. Es gab nie treuere Gefährten als uns. Dank ihm bin ich ein Held. In meiner letzten Schlacht war ich alles andere als tapfer. Danke, Hoffi, für deinen Prime-Sub und herzlich willkommen hier. Vielen lieben Dank. Ich versteckte mich in einem Keller, aber sie fanden mich. Oh, jetzt wird's aber unlustig. Jetzt kommen wieder ernste Themen hier auf den Tisch. Ich habe jedem erzählt, dass ich alle fünf mit einem Hieb getötet hätte. Ich frage mich, wo du das sagst. Und hier besucht mein Kram. Du vergießt deinen Becher für mich. Du schüttelst zu und redet über alte Zeit. Metalli, auch dir vielen lieben Dank. Aber ich verstehe jedes Wort. Nun, vielleicht sagt er irgendwann etwas sehr Überraschendes. Worauf willst du hinaus? Ich werde euch nicht länger belästigen. Genießt eure Zeit, denn Zeit ist kostbar. Ja, komm, lass doch ein bisschen Spaß haben hier. Die Stimmung wird gerade gedrückt. Es tut mir leid, ich... Schon gut. Er das kann einem ja schon ein bisschen leid tun. Wir sind hier, um Spaß zu haben, richtig? Komm, die Nacht ist noch jung.
alles Lüge. Also schön, let's nicht go. Ein Wort davon ist wahr. Kümmere dich nicht. Olgierd war nicht nur mein Bruder, er war auch mein bester Freund. Oh, noch mehr Zwerge. Auf euch, ihr Herren Zwerge. Mögen eure Skull. Werte sprießen, ohne dass ihr je drauf tretet. Auf das junge Paar. Mögen ihre Lenden niemals auskühlen. Mögen ihre Kinder zahlreich sein und ihre Schätze üppig. Hexe. Ja, genau. Lebendig. Und die Zwerge haben Schneewittchens Jungfräulichkeit geraubt. Ja, da habe ich ja schon geredet. Ich gehe noch mal raus. Draußen haben wir noch ein paar lustige Quests. Wen haben wir da? Oh. Von all diesen Blumen bist du, meine Liebe, die herrlichste. Du verwechselst mich wohl, junger Mann. Durchaus nicht. Ich mag meine Frauen wie meine Pfirsiche. Flauschig und ausgereift. Braucht ihr Hilfe? Shani, Liebling, ach, du wirst nicht glauben, was passiert ist. Unsere einzige Tochter heiratet und es sollte ein rauschendes Fest werden. Wir haben einen echten Feuerschlucker gebucht. Du weißt schon, Loder, Schluck, Brutzel, Brutzel. Oh, solcherlei Schabernack sah ich nie. Furchtbar teuer, Vergnügungen dieser Art. Er ist extra aus Novigrad. Oh, angereist. Ein Feuerschlucker. Aber bei unserer Tochter geizen wir nicht. Oh nein. Die Schwiegereltern. Hey, ich finde die Laternen im Hintergrund so schön. Oder auch nicht. Jedenfalls das ist eine richtig coole Hochzeit, Leute. Ich bin begeistert. Der Hund des Bräutigams hat ihn verjagt. Dieser verdammte Satan. Das ist genau der richtige Name. Beruhige dich, Schatz. Wir haben ja jetzt einen Hexer hier. Vielleicht kann er uns helfen. Ah, Entschuldigung, Hoffi, genau. Wie Goku geschrieben hat, My Mother Told Me ist der Song. So, also, ich werde den finden. Banget nicht. Der Hexer, das bin ich, wird den Schlucker heißer Dinge finden. Oh, das der ist der Schlucker heißer Dinge. Aber wir wissen das nicht, lasse ich jetzt mal unkommentiert so dastehen. Einerlei. Hexer, das sind wir, haben ihre Methoden. Wie sah der Punkt? Er trug eine Nacht. Daran müsstest du ihn erinnern. Ich werde ihn füßen. Paulinchen, auch danke dir für den Sub. Vielen lieben Dank. Wirklich lieb von dir, ihnen helfen zu wollen. Aber bist du sicher, dass du das kannst? Du bist kein Hexer, Wladimir. Ich will versuchen, diesen Magier zu finden, ja? Aber du darfst mir nicht helfen. Ich muss es alleine tun. Das wird sicher ein großer Spaß. Na schön. Du musst das nicht tun. Aber an deiner Stelle würde ich der Hundefährte folgen. So als Idee. Fantastischer Rat. Den befolge ich. Shani, Wladimir und ich müssen den Feuerschlucker finden. Wenn wir bis Mitternacht noch nicht zurück sind... Entspann dich. Ihr seid im Handumdrehen wieder da. Ich glaube an euch. Halali, das Abenteuer ruft. Halali. Volusa. Wer sagt denn Halali? So viel Geld einfach zum Fenster rausgeworfen. Leute, ich muss mal ganz kurz eine Bartpause machen. Ich lasse euch hier mal ein bisschen was Schönes laufen und ich bin in einer Minute wieder da. Also schön. Ich zittere am ganzen Leib. Oh. Ist dir kalt? Oder warum zitterst du? Bibi. Dankeschön. Mein Opa ist krank. Ja, ich bin wieder da. Wir sind los. Danke für die 100 Bits. So, ich glaube, ich muss meine Hexe... Ich kann meine Hexe... Doch, kann ich einsetzen. Hier sind Hundefußspuren. Du verfolgst jetzt einen Hund? So hatte ich mir die Hochzeit... Das sind wirklich Hundespuren. Aber so klein. Nach der Hütte zu schließen, ist Satan der reinste Ochse. Aber Bettler können nicht wählerisch sein. Ich folge dieser Spur. Die Konversation lauter? Ja, natürlich. Ähm.
So, Sprache ist schon auf Maximum. Musik machen wir auch ein bisschen. Gesamtlautstärke. So, jetzt müssen wir gleich mal gucken, wie es ist. Also die Sprache habe ich schon auf Maximum. Aber ich habe jetzt ein bisschen den Spielsound lauter gemacht. Mal gucken, wie es gleich klingt. Ein Ast ist abgebrochen. Ob da jemand zu schwer für ein klein wenig lauter. Offenbar schluckt unser Feuerschlucker nicht nur Feuer. Vielleicht hat auch nur jemand Feuerholz geholt. Ah, was ist diese Jagd für ein Spaß? Nun. Hoffi, nochmal danke für 100 Bits. Es kam gar kein Alert. Ich glaube, Stream Elements ist gerade ein bisschen delayed. Aber vielen lieben Dank dir und eine gute Nacht wünsche ich auch noch. Oh. Kappe des Feuerschluckers. Das ist die Narrenkappe eines Funkenspuckers, wenn ich je eine gesehen habe. Er muss sie auf der Flucht vor Satan verloren haben. Zwei Schlüsse. Unser Magier ist fett und ein Feigling. Hm. Jetzt war der Alert da. Vermisster Hund. Sehe ich recht? Wegen dieses Wettens ist der Jämmerling auf den Baum gestiegen? Sieht so aus. Heda, komm runter. Oh nein, komm nicht in Frage. Ich liebe mein Leben. Und was jetzt? Ich glaube, der ist auch schon betrunken. So. Oh, in Axi bin ich gut geskillt. Sitz. Was das für ist nicht eine der Macht. Feuerschlucker, den du suchst. Damit hätten mich diese Bastarde niemals aufgeschlitzt. Lass ihn Kunststücke machen. Über den Boden rollen oder sowas. Nein. Ach. Kannst Gerald du noch langweiliger sein? Dann mache ich es selbst. Hey, lass den Hund in Ruhe. Dreh dich um. Lass ihn in Ruhe. Wenn ich ihm befehlen würde, seinen eigenen Schwanz zu fressen, würde er es tun? Satan, in die Hundehütte. Alter, was für ein Pisser. Warum hast du das getan? Du hast mir den Spaß verdorben. Den kannst du auf der Hochzeit haben. Komm runter. Die menschenfressende Bestie ist fort, wie du siehst. Kommt sie auch nicht wieder? Nein. Sicher ist sicher, sag ich immer. Hat der einen französischen Akzent? Gerald, dieser Narr ist voll wie ein Eimer. Hoffentlich hat er das Horn nicht auch schon leer gesoffen. Ich bin dein Retter, Mann. Du schuldest mir wenigstens einen Schluck. Klar. Prost. Holla, welch köstlicher Met. Nun weiß ich, warum du damit alleine sein wolltest. Oh, der hatte Met dabei. Ja, der Met ist lecker. Hat einen metischen Akzent. Einer reißenden Bestie, einem haarigen Monster mit Fangzähnen, einem Teufel. Sein Name hat zu ihm gepasst. So kannst du unmöglich zur Hochzeit gehen. Die Vorstellung kannst du in deinem jo, Zustand Wikinger, vergessen. Herzlich willkommen. Was soll das für ein Zustand sein? Du bist besoffen. Ein Vagabund, der kaum gerade stehen kann, geschweige denn auftreten. Das ist doch Unfug. Ich bin Feuerschlucker, kein Stelzenläufer. Gerade stehen muss man beim Feuerschlucken nicht. Feuerschlucken, wie geht das?
Oh oh. Das könnte meine einzige Chance sein. Ja, aber eine gute Idee. Wie funktioniert deine Feuerfresserei? Eine besonders gute Idee, habe ich schon. Ich würde mich aus der Gilde werfen, wenn ich das verriete. Außer wenn du mein Lehrling wirst. Dann wüsstest du es in einem halben Jahr. Ja, Geralt wird Lehrling vom Feuerschlucker. Ich sag es auch nicht. Wundervoll. Wir haben zusammen getrunken. Wir sind wie Brüder. Du hast alles alleine getrunken. Du bist nicht mein Bruder. Jeder Mensch, mit dem ich je getrunken habe, ist mein Bruder. Na schön. Wenn du es mir nicht sagst, lasse ich dich als Häppchen für die Wildschweine und Bären und Rehkitze hier. Überlegst dir gut. Was für ein Affront. Pigmeto, herzlich willkommen. Nun spuck es schon aus. Es gibt da diesen Spezialmix, den ich vor jeder Vorstellung trinke. Danach kann ich Feuer schlucken und spucken und machen, was ich will. Ich verbrenne mich nicht. Das ist alles? Und das soll Kunst sein? Jeder verdammte Trottel kann sich die Kehle mit Schmiere verkleistern. Jetzt reicht es mir aber. Erst lassen sie ihre Hunde auf mich los, dann stehlen sie mir mein Met, jetzt werde ich beleidigt. Mir reicht's, ich gehe. Dann geh doch. Ich wollte den verdammten Schwindler nicht beleidigen. Tu was. Ah, hör mal, ich bezahle dich. Ich bin gut in Axie. Dann vergisst du alles, was du im Wald gesehen, gehört und gesagt hast. Schön drauf verlassen immer. Würde ein Schlag auf den Kopf vielleicht helfen, damit der verlogene Feigling wieder weiß, wo sein Platz ist? Schon gut. Geh zurück zur Hochzeit und führ deine Tricks vor. Deine Charlatanerie. Gut, ich tue, was du sagst. Aber ich weiß nicht, ob das so gut ist, mit Alkohol im Mund Feuer zu schlucken. Ich komme, ich komme. Just saying. Dann zurück zur Hochzeit. Vielleicht finde ich dort interessantere Vergnügungen. Sicherlich. Außerdem Ruhe ist Schadi noch da, und ey. Bei mir bleiben. Ich weiche dir nicht von der Seite. Der Wald ist voller Bestien. Also komm, Feuerschlucker. Oh, ich habe auf einmal meine Waffen dabei. Götter, ein Bär. Ein Bär? Was, wo? So wenig wie dein Schniedel eine Zeltstadt. Gott im Himmel. Versteck dich. Warte mich. Ach, deswegen habe ich meine Schwerter dabei. Help, komm doch her, du Schwein. Hey, die sind ganz schön aggressiv, die Schweine. Sag mal, meinst du, dass Bären manchmal wie Wildschweine aussehen? Ich kann nicht gut gucken. Und ich bin Feuerschlucker, kein verdammter Naturkundler. Wahrlich, das bist du nicht, Meister. Ich vergaß zu fragen, wie man dich nennt. David Arkenstein. Hör zu, Meister Gartenklein. Bleib bei mir und dir wird kein Leid geschehen. Ja, das ist ja besonders lustig, der Kollege, du. Ich sorge dafür, dass deine trunkene Feuerspuckvisage sicher bei der Hochzeit landet. Gartenklein, ja. Thorin Gartenklein. Der vermisste Feuerbläser ist wieder da. Also blas mal Feuer, Kollege, jetzt. Und das war mein Werk, wenn ich das anmerken darf. Und Satan? Was ist mit ihm? Ist er nicht zurückgekehrt? Doch, ist er. Er verhält sich nur sehr merkwürdig. Scheint völlig verwirrt zu sein. Und ist steif wie eine Karotte. Vielleicht hat er Nachtschatten oder so etwas verspeist. Eure Aufmerksamkeit, bitte. Wer ob das jetzt was werden kann? Der spektakulären Auftritt eines furchtlosen Mannes, der Flammen verspeist. Dieses Spektakel müssen wir sehen. Ich habe so etwas zu Lebzeiten nie erlebt. Oh, bitte lass es gut gehen. Bitte lass es gut gehen. Bitte lass es gut gehen. Oh, die nickt aber ganz schön komisch. Er hat aber die Fackel in den Mund kriegt. Achso, er hat nur gepustet.
Ich glaube, zwei haben wir hier draußen noch. Na, mein erster Hexerauftrag. Erledigt. Hast du uns Petersilie genommen? Oho. Hast du gesehen, was er rausgefischt hat? Einen alten Topf. Vielleicht trägt sein Mädel Töpfe als Schuhe, falls sie mal kein Klo findet. Du solltest meinen Pantoffel daraus holen. Wie soll ich denn in einem Schuh tanzen? Das ist eine Hochzeit. Ich brauche Pantoffeln. Ich hab gesucht, Schätzchen, wirklich. Er ist da nicht. Er ist bestimmt im Schlamm. Oh, Mensch, war ein Schlimmes. Oh, dann ich weiß schon, wir müssen in Pantoffeln tauchen gehen. Durch. Oh, Scheißspiel. Okay, die ist ziemlich garstig, die Kollegin. Was geht denn hier vor? Die spielen Such den Schuh. Nie gehört? Nie. Die Oberschicht hat andere Steckenpferde. Wie geht das Spiel? Ein Mädchen wirft einen Schuh ins Wasser, ihr Freund springt hinterher und holt ihn wieder raus. Das würde ich niemals tun. Also gut. Mein guter Schuh. Oder arme Kerl, der dann komplett... Oha. Das war noch nicht alles. Feines Spiel. Shani, dein Schuh. Ich beweise, dass ich für dich in jeden Abgrund tauche. Halbnackt der Bade, Geralt! Aber er braucht halt eigentlich gar nicht mit dem Körper angeben, Kollege, gell? Bin voll konzentriert. Der stellt sich die Sache aber einfach vor. Kollege, das ist nicht dein Körper. Mal sehen, ob was dahinter steckt. Oh. Er ist ein Hexer. Ja, na und? Sind Habt Hexer, ihr das gerade gesehen? Habt ihr gerade gesehen, wie er einmal so den Bauch platscher nach vorne? Ich krieg mich ja nicht mehr. Oh, lol. Oh Mann. Was ist das für ein Game? So, wir brauchen den Pantoffeln. Schwimmt der nicht eigentlich? Da ist er ja. Ey, das hat gerade so richtig gut zu der Situation gepasst, ey. Oh Mann. Ach, gerade wenn man meint, man würde die Gebräuche der Bauern kennen, kommen sie an. Achso, das war gar nicht der Schuh? Jetzt, wo der Schock nachlässt, du könntest zu reden aufhören und meinen Schuh rausfischen, den ich reingebracht habe. Hä, was habe ich da gerade gefunden? Ups, ich habe gar nicht gelesen. Hä? Habe ich gar nicht den Schuh? Ach, das war vielleicht der Schuh von der anderen. Ah, da hinten liegt noch was. Jetzt noch ein verlorener Schuh. Aber da sind ganz viele verlorene Schuhe. Ey, guck mal einer an. War das Shanis Schuh? Das eine könnte ihrer gewesen sein. Ich glaube, das war es an den Schuhen. So, ist da einer dabei? Ah. Verdammt moderig, der Teich. Bin bis zu den Achseln versunken. Kein Schlamm der Welt kann dich von meinem Schuh fernhalten. Oder all den anderen Schuhen, die je im See gelandet sind. Es ist besser, sich umsonst zu übertreffen, als seine Durchschnittlichkeit bereuen zu müssen. Interessante Theorie. Und das wäre ein gebührender Glückskeks. Jeder dieser Schuhe würde seine Eigentümerin veranlassen, den Rock zu heben und sich zu bücken, um ihn anzuziehen, natürlich. Nein, wie gewitzt und abgefeimt. Das merkst du jetzt erst? Ich finde, ich habe einen Kuss verdient. Such die Besitzerin der Schuhe. Vielleicht erklärt sich eine bereit. Sei nicht eifersüchtig, Shani. Das war ein Scherz. Die anderen sind mir einerlei. Ach ja, erkennst du ihn, Aschenputtel? Meinen Schuh? Mhm,
Nun streck dein geschmeidiges Beinchen aus. Lass ihn, ich meine, es hineingleiten. Vielen Dank. Siehst du, wie viel ich will aber nirgends hineingleiten, Mann. Bad. Unangenehm. Unangenehm. Toll, jetzt muss sie den ganzen Abend mit einem nassen Fuß rumlaufen. Alter. Schwierig. Mann. Ich möchte das nicht. Entschuldige mich eine Weile. Als Brautjungfer gehöre ich bei der Haubenzeremonie zur Braut. Geh nur, Shani. Ich komme alleine zurecht. Die Haubenzeremonie. Damen und Herren, heute Abend habe ich die Delikatessen des Lebens so intensiv verkostet, dass ich nunmehr eine Rede halten will. Oh nein. Halt, das muss nicht sein. Na gut, dann nicht. Na komm, lassen wir ihn die Rede halten. Muss nicht sein. Und ob das sein muss? Ja, bisher habe ich bäuerliche Vergnügungen eines Edelmannes stets für unwürdig gehalten. Welcher Edle würde schon mit Schweinehirten verkehren wollen? Natürlich genoss ich die Schönheit draller Bauerndirnen und genieße sie noch. Hätte ich mehr Zeit, würde ich das jeder einzelnen von euch beweisen. Bei Bauern ist das was anderes. Die habe ich nie beachtet. Ein, zwei haben sich um meine Pferde gekümmert. Und dies nicht schlecht, aber Konversation? Hä, was für eine Scheißrede ist das? Man muss seinen Prinzipien schließlich treu bleiben, nicht wahr? Doch seit heute ist alles gut gerettet. Gut gerettet, Kollege. Unter allen Dingen ist ein Bauer ein Mensch. Dank euch ist mir das klar. Wow. Ihr redet zwar weiterhin Applaus, ich bin begeistert von deinem Scharfsinn. Dafür danke ich euch und drücke euch meine Zuneigung aus. Es ist gleich Mitternacht. Zeit für die Haube. Warte, ich bin noch nicht fertig. Oh doch, das bist du. Alle Jungfern gehen zur Haubenzeremonie. Auch du bist eine Jungfer, Shani. Ihr Leute, nun naht die Mitternacht und mit ihr naht die Haube. Drum segnen wir das junge Paar. Denn wisst ihr, was ich glaube? Die Liebe wohnt in ihren Herzen. Möge sie gedeihen. Möge jeder neue Tag sie wiederum erfreuen. Los, erhebt die Gläser, auf die Fisch vermählten. Euer Beischlag soll euch manch ein Kind bescheren. Geht drum schnell aufs Zimmer, da seid ihr alleine. Trinken wir zum Ausgleich. Was für ein guter Song. Die Braut ist jetzt deine, du musst sie beschützen. Drum gib Acht auf Nachbarn, wollen sie stibitzen. Schau doch nicht so brummig und lass dich nicht poppen. Sie ist dir ergeben, wird sonst kaum poppen. Sie wird dir treu sein, drum trinken wir baden. Hardy in den Chat. Dem heiligen Brauch nach ist die Fächerin der Blumen die nächste Braut. Es war... Es war so klar. Nein, das ist Geralds Blut. Das ist nicht dein Blut. Das gehört Gerald. Das musste wirklich sein. Als wäre es gestern gewesen, wie wir auf Olgirds Hochzeit gezecht haben. Ich musste einfach etwas aufschreiben. Gibst du ihm den Brief? Ach so, er hat an seinen Bruder. Okay, er hat an seinen Bruder. Danke. Du bist ein guter Kerl, Hexer. Sterbenslangweilig, aber gut.
Entzückende Tradition. Errötende Jungfrauen beim Tanz mit wehendem Haar, offenem Mieder, wogenden... Reicht es nie. Hast du gesehen? Shani hat die Girlande gefangen. Nach bäuerlichem Aberglauben heiratet sie als Nächste. Vielleicht. Einerlei. Es ist nach Mitternacht. Zeit für dich, in die Krypta zurückzukehren. Geht nicht. Ich habe noch zu tun. Ist Wladimirs Geist weg? Siehst du, sie fragt nach mir. Vermisst mich schon. Ich bin hier, mein liebliches Tülpchen. Jener Kuss, als wir tanzten, lässt mir noch immer den Kopf schwirren. Keine wilden Pferde könnten mich von dir fernhalten, ehe ich nicht noch einen bekomme. Oder zwei. Oder so viele du mir geben willst. Du hast dich offenbar gut amüsiert. Das freut mich. Ein Kuss. Ich wusste, es würde so enden. Und zugleich beginnen. Nein, nur enden. Es ist nach Mitternacht. Hat sie nicht Deine gemacht. Zeit ist gekommen. Hat sie Wen nicht scheren gemacht. Solche Kinkerlitzchen? Der Tod fordert mich nicht zurück. Was sollten wir da nicht weiter feiern? Was soll Geralt davon halten? Du hast ihm dein Wort gegeben. Shani, Liebling, ich bin tot. Von einem Toten kann man nicht allzu viel erwarten. Wladimir von Everek, geh dahin zurück, wo du hergekommen bist. Ich bitte dich. Na, immerhin steht einer zu mir. Halt dich da raus. Halt! Aufhören! Bitte! Verschwinde, oder ich nehme dich mit mir. Deine modrige Gruft wird dir dagegen wie das Paradies erscheinen. Deine Wahl. Hör auf, ihn zu quälen. Ich verspreche, ihn nicht umzubringen. Hallo, das finde ich jetzt aber auch nicht in Ordnung. Oh, Götter, was ist hier passiert? Das war zu hart. Was hast du mit ihm gemacht? Du hättest ihn nicht leiden lassen müssen. Natürlich hätte ich das nicht müssen. Aber ich konnte. Ich hoffe, du hast ihn nicht verletzt. Ich habe einen Schädling entsorgt. Noch länger müsst ihr ihn nun wirklich nicht ertragen. Geralt hat das seine Aufgabe erledigt, gut. Also... Ja, ich weiß. So wie er eine Aufgabe erledigt hat, stürzt er sich auf die nächste. Diesmal vielleicht nicht, wer weiß. Ich habe bemerkt, wie ihr euch anseht. Und eure gemeinsame Vergangenheit ist mir ebenfalls bekannt. Tatsächlich? Wie das? Shani, meine Liebe, woher weiß ein Adler, wie man fliegt? Einerlei. Wladimir von Everek wird euch jedenfalls nicht mehr belästigen. Mensch, was für eine grausame Streamerin wäre ich wohl, wenn ich jetzt sagen würde, okay, sorry, ich muss gehen. Das wäre doch grausam, Leute. Grausam, sage ich euch. Ich könnte mir selber nicht verzeihen. Nun denn. Ich würde gerne noch bleiben. Ich würde gerne noch bleiben. Für die Wissenschaft. Keine Entschuldigung, Geralt. Ich bin nicht wütend. Ein Hexer muss seinem Weg und seiner Profession folgen. Ich habe vielleicht den falschen Eindruck gekriegt und einfach zu viel von dieser Hochzeit erwartet. Ich weiß nicht, ob ich dich verstehe. Nicht so wichtig. Ich sehe nach Aldona. Schließlich bin ich ihre Brautjungfer. Nein! Ah, da ist es. Das Gesicht eines Mannes, der eine Frau nicht versteht. Was macht der immer noch da? Und du verstehst sie? Natürlich. Frauen sind schlicht. Leider sind Männer hoffnungslose Idioten. Das ist eine dumme Pauschalisierung und stimmt nicht. Deine Freundin wird nun gekränkt sein. Pflück ihr Blumen oder lade sie auf einen Humpen ein. Dann kommt sie drüber hinweg. Ich brauche keine Ratschläge, danke. Sie hat was für dich übrig. Du für sie auch.
Nicht drüber nachdenken. Einfach spontaner Ehrlichkeit nachgeben. Das ist das Schönste an menschlichen Beziehungen. Spontane Ehrlichkeit. Ihr müsst ja nicht wie Aldona und Jonas enden. Als verliebte Trottel, die sich auf ewig gebunden haben. Nutzt die Nacht und eure Chance. Genießt einander. Das war's. Viel Spaß. Hä, so ein Rat von dem Eumel brauche ich eigentlich gar nicht. Das weiß ich doch selber. Das weiß ich selber, du Eumel. Schluss damit. Da kommt jemand. So. Finde mit Hilfe deiner Hexersinne etwas, um Shani aufzumuntern. Na, das machen wir dann doch. Ich sehe zwar immer noch aus wie ein Affe. Kann ich mich eigentlich... Nein, ich kann mich nicht umkleiden. Eieiei. Okay, Leute, jetzt wird's ernst. Jetzt wird's ernst. Meint ihr, wir kriegen das hin? Sieht wie Kamille aus. Hübsch, ich glaube, Blumen mag sie, oder? Aber Blumen mag sie. Sie hat vorhin auch Blumenkränze gemacht. Na gut, ich pflücke welche. Bin ein Romantiker geworden. So. Also schön. Oh Gott, hoffentlich waren das die Blumen, die sie gerne mag. Ein Mann mit Blumen ist ein Mann in der Klette. Sie verschenken keine Blumen, wenn sie nichts ausgefressen haben. Hallo, Shani. Noch hier? Ich dachte, du musst zu Olgierd. Wir sehen uns so selten. Ich finde, Olgierd kann bis morgen warten. Lächeln, Shani. Du bringst mir Kamille? Es gibt doch keine Frau, die Blumen nicht mag. Oh, bitte, oder? Bitte mal Kamille. Ich kann nicht für alle sprechen, aber für mich bedeuten Kamillenblüten Tee. Danke. Vielleicht koche ich sie morgen früh. Die Hochzeit ist noch in vollem Gang. Aber du okay, siehst das aus, war so semi-erfolgreich. Warum so traurig? Traurig ist das falsche Wort. Als ich die Girlande fing, ist mir was aufgefallen. Die Jahre fliegen vorbei und ich pumpe immer nur Mägen aus und nähe Gliedmaßen wieder an. Allein. Du hast aber doch mich. Du hast mich? Und wie lange? Einen Tag, zwei? Versteh mich nicht falsch. Es ist schön, aber du kommst und gehst. Ich brauche jemanden, der abends da ist, wenn ich nach Hause komme. Wenn ich den ganzen Tag Wunden verbunden und Bäuche vernäht habe, brauche ich einen guten Tropfen und ein paar gute Scherze. Verstehe. Du hast recht. Ich könnte nicht jeden Tag für dich da sein. Aber ich freue mich immer, dich zu sehen. Und heute gehöre ich dir. Dann trinken wir doch auf heute. Auf heute. Möge der Moment nie vergehen. Hoch den Kolben! Der Alkohol setzt den Musikanten zu. Sie treffen keinen Ton mehr. Gehen wir spazieren. Nein, tanzen, Geralt. Tanzen. Oh. Oh Mann. Sie hat mir gesagt, welche Blumen sie mag. Nun, da war ich wohl unaufmerksam. Hat dir die Hochzeit gefallen? Sie war ganz schön. Hochzeiten sind nicht mein Ding. Sie war nicht übel. Ich hätte mich sogar amüsieren können, wenn ich nicht dem Geist eines Irren als Puppe hätte dienen müssen. Aber ich muss zugeben, dass ich dank ihm manches erlebt habe, was mir sonst entgangen wäre. Was denn? Hundejagden im Wald? Prügeleien mit Zaunlatten? Du vergisst, dass da auch ein Kuss war. Das war so eindeutig, Wladimir. Ich hätte fast vergessen, dass du dabei warst. Es war sein Wille, sicher, aber mein Körper hat mich an die alten Zeiten erinnert. Wie sie noch meinst du? Was fällt dir ein, in so einem Moment eine Sub da zu lassen? Tut mir leid, ich musste den gerade muten. Julian, vielen lieben Dank für den vierten Monat. Ich mute mal ganz kurz die Alerts.
Ganz schlechter Zeitpunkt. Aber vielen lieben Dank dir. Du hättest unsere ganze Catriona-Geschichte vergessen. Die Seuche ist lange her, ja. Aber die romantischen Seiten dieses Abenteuers werde ich nicht vergessen. Keine Sorgen wegen der Finanzen. Meine Werkstatt läuft hervorragend. Ah, da bin ich froh. Wir sind ziemlich knapp bei Kassel. Sag dem alten Besen aber nicht, dass ich dir das gesagt habe. Ne? Keine Bange, Herr. Ich schweige wie ein Grab. Wir Männer müssen zusammenhalten. Genug mit dem Herr. Ich bin Wassi. Du kannst auch Papa zu mir sagen. Danke, Papa. Es ist mir eine das Ehre. Das will ich niemals tun. Wer nennt darauf seinen Schwiegervater Papa? Die Familien wachsen zusammen. Schwiegerväter und Schwiegersöhne. Nach dem ersten Schnaps verbrüdern sie sich oder polieren sich die Visagen. Ich hatte schon befürchtet, dass die Hochzeit gar nicht stattfindet. Wegen der Statusunterschiede? Mhm. Jonas Familie hat Aldona als unwürdig betrachtet. Aber offensichtlich lieben sie einander. Da geben Eltern normalerweise nach. Ich weiß nicht. Meine Mutter würde sich nie mit einem Ungeeigneten abfinden, ob ich nun schwöre, ihn zu lieben oder nicht. Was heißt ungeeignet? Was ist denn ein Ungeeigneter? Bislang jeder. Hast du hier immer nur Musikanten, Artisten und Hexer angeschleppt? Nein. Ich soll jemanden wählen, der wohlhabend oder gut im Geschäft ist, gut erzogen. Dagegen ist ja nichts zu sagen, oder? Ach, vielleicht nicht. Aber solche Leute sind selten amüsant. Das könnte stimmen. Sag das meiner Mutter. Sie findet, ich hätte mir auf der Akademie einen Mann suchen sollen. Hab ich aber nicht. Oh, bestimmt denkt sie, dass mit mir irgendwas nicht stimmt. Oh, bitte, Shani. Wir leben im 13. Jahrhundert. Frauen gehen nicht zur Akademie, um Männer zu finden, sondern um zu lernen und ihren Interessen zu folgen. Höret. Das sieht deine Mutter bestimmt an. 13. Jahrhundert, du Leute. Du hast deinen Doktorgrad, deine eigene Praxis und umfangreiche Fronterfahrung. Du bist eine feine Person. Mit dir stimmt alles. Meinst du wirklich? Wirklich. Schleimer. Schau, die tapferen Brüder. Stramm wie die Latten, die sie vom Zaun gerissen haben. Wo mag die Schwester sein? In ihrem Zustand könnten die hier sie vor keinem Kleinkind beschützen. Wenn sie nicht eingeschritten wären, hättest du sie ins Heu geworfen. Sie war willig, wenn du mich fragst. Ich war nicht in der Stimmung. Ich hätte widerstanden. Ich glaube, du hättest die Chance genutzt. Ich brauche solche Chancen nicht. Hast du deine Gewohnheiten geändert? Vielleicht bin ich wählerisch geworden. Klingt, als hättest du dich schon entschieden. Das stimmt. Rat mal, für wen? Mein Herz! Oh, wie schön. Ich muss an den Kuss denken. Welchen Kuss? Den Wladimir dir auf den Mund gedrückt hat. Mit meinem Mund. Ob es sich ohne seine Gegenwart anders angefühlt hätte? Kann ich dir nicht sagen. Hallo, Elenes! Lässt sich aber rausfinden. Und was sagst du? Ich
ich küsse dich viel lieber alleine und aus eigenem Willen. Korrigier mich, wenn ich irre, aber Wladimir wollte doch mehr als einen Kuss. Das hat er offen zugegeben. Das stimmt, er war sehr direkt. Was bisweilen seine Vorteile hat. Stimmt, es kann einem viel Zeit sparen. Also, wie sieht's aus, Geralt? Hast du etwas Zeit mit mir zu verschwenden? Oder willst du jetzt lieber zurückgehen? Ich hab dir den Abend versprochen. Ich halte Wort. Und ich will direkt sein. Direkter als Wladimir. Klingt interessant. Es wird noch interessanter. Ach, lol. Okay, die hat auch einen gefunden. Okay, dann bin ich ja beruhigt. Mist, schon besetzt. Ich glaube, die wird gleich frei. Woher wusstest du? Bin Hellseher. Ach so, na dann. Na dann. Fast noch voll. Wäre wirklich eine Verschwendung. Ließen wir sie hier zurück, könnte sie ein Betrunkener finden und sich noch schlimmer betrinken. Und ich habe doch geschworen, keinen Schaden anzurichten. Ruder mich zum Mond. Da müssten wir. Oh, ich ruder dich gleich zum Mond, Kollegin. Ganz falsch. Schau, da ist er doch. Mitten im See. Was machst du da? Ja, was mach ich da? Was man eben auf dem Mond macht. Ach so, Leute. Seit wann sind die so lang? Na, plötzlich geht die Sonne auf. Das habe ich mich gerade auch gefragt, Goku. Ich dachte gerade, hä, seit wann sind die Animationen so lang? Schon wach? Eine Weile. Seit wann sind die Animationen so lang? CD Projekt Red, ich bin erschüttert. Du zählst mit? Mhm, manchmal schon. Haben wir den Mond erreicht? Hast du das vergessen? Nein. Das vergisst man nicht so leicht. Das stimmt. Klingt, als würdest du es gern. Nein, das vergesse ich bestimmt nicht. Und ich will es auch nicht. Aber ich muss nachdenken. Allein. Shani, warte. Ehe du gehst, muss ich dich um einen Gefallen bitten. Ja? Es ist wegen Olgierd, ein mysteriöser Mann. Ich glaube, seine Geschichte ist komplizierter, als ich dachte. Könntest du ihn dir vorknöpfen? Vielleicht findest du etwas heraus.
Klar, mache ich gern. Danke. Bis dann. Ja, bis dann, Geralt. Ah, immer das Gleiche, ey. Immer das Gleiche. Oh, was für wunderschöne Klamotten ich doch trage. Ah. 62 Erfahrungspunkte? Bei Kera Metz gab's mehr. Ah, Jemini. Ich sag's euch, Leute. Als Hexer hat man's schwer. Als Hexer hat man's halt schwer. Und ich hab meine Schuhe noch an, du hast recht. Das muss ein Zeichen sein, Noxwürfel. Und LLS. Was hast du denn mit der linken Pobacke? Warum sollte da ein Muttermal drauf sein? Jetzt aber ganz schnell zum Friseur. Definitiv. Definitiv. OMG. Ich fühle mich nackt. Eieieiei. Warum? Oh weia. Vor allem was soll der Pferdeschwanz? Ah, Geralt. Nee, wir gehen noch ganz kurz zum Friseur. Elchwiesel! Oh mein Gott, Elchwiesel, du hast einfach so viel verpasst. Du hast so viel verpasst. Also ich glaube, so eine legendäre Witcher-Folge hatten wir noch nie. Sag mal jetzt auch GG. Ich glaube schon, Lugilan. Ich würde das in dem Fall schon sagen, weil wir Erfahrungspunkte bekommen haben. Also haben wir die Quest gut gelöst, würde ich sagen. Aber was für eine geile Quest war das. Weil auf allen weiblichen Hintern, die man bis jetzt gesehen hatte, links ein Muttermal war. Immer das gleiche Po-Model. Ah, naja, aber man muss dazu sagen, dass Shani natürlich was ganz Besonderes ist. Deswegen hat sie eine eigene Animation bekommen. Die ungefähr dreimal so lang war. No comment. Deine Mama hatte Geburtstag heute? Alles klar, aber dann hattest du bestimmt auch einen sehr coolen Abend, Elchwesel. DLC gleich neues Po-Model, ja. Genau das. Genau das. Ich glaube, Gurak hat auch gerade Spaß, oder? Der Gurak müsste heute Abend auch Spaß haben, so wie ich mitbekommen habe. Also, ich habe vorhin gehört, dass er ungefähr an der gleichen Stelle sei. So, ja, nun. Friseur. In Ochsenfurt gab es auch einen Friseur, oder nicht? Dann gehen wir hier mal kurz noch schnell reisen. Tja, du lieber Schieber, du. Das war ja eine Sause. Also das war ja wohl im wahrsten Sinne des Wortes eine Mordsause, sag ich euch. Linz, vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub und herzlich willkommen. Genau, Gurak von Riva. Man kennt ihn. So. Jetzt müsst ihr mir nur kurz helfen. Wo war denn noch gleich der Friseur? Aber noch hat er sie nicht getroffen? Ah, okay. Alles klar, LLS. Jetzt bist du genauso weit wie ich. Alles klar, Noxwürfel. Wir machen heute auch gar nicht mehr viel weiter. Deswegen keine Bange. Ich suche ehrlich gesagt gerade nur noch einen Friseur. Dringend! Dringend! Kann mir jemand weiterhelfen? Es war doch in Ochsenfurt, gab es doch einen Friseur, meine ich mich zu erinnern. Ah ja! Da. Oh, sehr schöne Musik hier in Ochsenfurt. Das ist doch gar nichts. Oh, habe ich überhaupt genug Geld? Ja, 1900 wird reichen, oder? Sei gegrüßt, Meister. Was kann ich für dich tun? Hast du Rasiermesser und Schere? Gut, bring mein Äußeres in Ordnung. Dringend. Also, ich hätte gern meinen Bart getrimmt. Wenn ich jetzt sage, ich hätte ihn gern getrimmt, wächst er mir dann automatisch?
Ah, tatsächlich. Sympathische Koteletten? Vollbart. Vollbart? Wie kann er mir jetzt eigentlich einen Vollbart trimmen? Das macht halt gar keinen Sinn. Ah! Mir geht's wieder gut, Leute. So, lose hinter dem Kopf zusammengebunden. Ich glaube, das war offen nicht so lang. Ich glaube, das war der lang und offen. Nee. Ankleben, genau. Kurze Frage, die Hochzeit und das mit dem Geist war doch der Quest Freigeist, oder? Nee, die Hochzeit war irgendwas mit Mitternacht, oder, Chat? Oh, du fragst mich Sachen, ich weiß doch nicht, wie die Quest heißt. Irgendwas mit Mitternacht haben wir da vorhin gelesen. Aber ich weiß nicht, ob die Quest erst später getriggert wurde. Tut mir leid, das weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht genau. Erstmal 3 Wochen da sitzen, genau, Amti. Gibt bestimmt einen Zaubertrank. Ha! Leute, seht ihn euch an! Endlich ist Geralt wieder da! Oh mein Gott! Ha! Ich bin erleichtert! Huh! Ah, genau so. Aber irgendwie war sein Bart schon immer so grau. Gott, der kommt mir jetzt ganz ungewohnt vor. Ja, ich glaube, der wird wieder ein bisschen wachsen. Dann sieht es wieder normaler aus. Jetzt ist er halt so getrimmt. Sieht ein bisschen zu glatt aus irgendwie. Naja, egal. Wir lassen das. Wir lassen es erstmal so. Immerhin hat er seine Frisur wieder. Das ist schon mal viel wert.